Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe mal wieder bei Shops Obby zugeschlagen. Für die, die meinen Kanal kennen, denen wird der Shop wahrscheinlich ein Begriff sein. Es war ja Black Friday und da gibt es immer so ein paar Angebote. Und ich habe drei Boxen insgesamt gekauft, und zwar einmal ein Obby Starter Pack, Horror-themed mit einem Autogramm und drei Additional Collectibles. Also wahrscheinlich aus den alten Boxen einfach da noch Sachen dazu, da bin ich mal gespannt. Dafür habe ich bezahlt 28 Euro. Das habe ich jetzt quasi einfach nur dazu bestellt, weil die Versandkosten eh relativ hoch waren. Dachte ich, okay, komm, dann kann man das noch mit dazu nehmen. Dann habe ich einmal ein XL Scream Paket bestellt, und zwar sind das drei Autogramme in einer Box. Einmal die Scream Maske, also eine von den neueren scheinbar. Hier steht nämlich Never Featured on Showbiz Before. Und zwei 8x10, also das 8-Inch mal 10-Inch, mit zwei neuen Autogrammen. Und dann habe ich noch eine andere Box bestellt, allerdings habe ich davon jetzt nicht den Screenshot. Also für die Box, für die XL Scream habe ich 117 Euro bezahlt, und dann habe ich noch die Black Box bestellt für 210 Euro. Da sind zwei Funko Pops mit Autogramm drauf. Also die wollte ich auf jeden Fall haben. Und ja, ich habe das jetzt heute abgeholt und musste von UPS, musste ich hier noch Geld nachbezahlen hier. 24,34 €. Ich habe insgesamt für alles mit Versand 400 Euro bezahlt, plus eben jetzt noch die 24. Ich weiß, ist verdammt viel Geld, aber so habe ich mir quasi selbst was geschenkt. Sieht auch, hier ist zu, da ist zu, also das wurde noch nicht geöffnet vorher. Und wir gucken jetzt einfach mal zusammen rein. Also es müssten zwei Funko Pops, ich glaube, da war auch noch ein Autogramm mit dabei, da weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß halt nicht, ist das Horror-Themed, ist das keine Ahnung was, aber da ich eh Funko Pops sammle, also mit Autogramm, dachte ich mir, komm, das kann man mal machen. So, wie man sieht, sieht man noch nichts, aber ich sehe da schon mal die Maske. Das hier ist Scream-Maske, die kommt auf jeden Fall an die Wand zu der Jason-Maske oder zu den beiden Jason-Masken dazu. Guck jetzt mal, ob da, ja, also hier ist das. Die Nummer mit dem Zertifikat, und bei JSA ist es so, dass hier irgendwo auf dem, ich hole sie mal raus, also das ist eine ganz normale, so eine Halloween-Maske. Hier steht extra Ghostface Scream drauf. Hier hast du die, also ich könnte jetzt auch einfach aufziehen, und irgendwo hier müsste jetzt, ah, hier unten haben sie es draufgeklebt, okay. Hier ist der JSA-Sticker drauf. Ich habe jetzt keine Ahnung, von wem das ist. Gibt hier mehrere Darsteller. Ja, müssen wir dann mal sehen. Mal gucken, weil das kruschelt von innen so ein bisschen. Ach, da haben sie so. Da ist noch Folie von innen hier. Okay, aber auf jeden Fall schon mal ein geiles Piece. Ich glaube, die kosten allein, je nachdem, was das ist, auch schon um die 90 bis 100 Euro. Also für das Paket mit der Maske und zwei Autogrammen noch zusätzlich habe ich 117 bezahlt. Ich schaue dann mal. Also man kann nach dem Code hier. Nach der Nummer kann, das kann jetzt auch jeder machen, bei JSA auf die Seite gehen, das eingeben, und dann sieht man, was genau es für ein Piece ist, wann es unterschrieben wurde und von wem. So, dann, oh, ich sehe zwei Funko Pops. Okay, hier ist, das ist interessant, hier ist noch eine drin. Das ist ja seltsam. Wieso habe ich da jetzt zwei Scream-Masken? Aber das ist dieselbe Unterschrift? Das ist jetzt eine gute Frage. Hä? Also in der Box, hier steht eine Signed Scream Mask und zwei 8x10 Autogramme. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Logischerweise hat das eine andere Nummer. Aber okay, also haben wir zwei Ghost Masks. Aber das ist ein anderes Autogramm, würde ich sagen. Also, ich zeige euch das jetzt mal. Hier ist das eine. Hier das andere. Also, ich würde sagen, das ist ein anderes Autogramm. Und das ist auch eine andere Maske. Ne, die Maske würde ich sagen, ist gleich. Okay, also haben wir zwei Scream Masks. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber okay, gut. Vielleicht ist das von der Hoverbox. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen. So, das hier wird dann ein Item von der Horrorbox sein für 28. So ein Metal Clay. Dann haben wir, der ist cool, Pennywise Sticker. Dann ein Pennywise Pin. Da kann man mal gucken, der ist limitiert auf 350, ist ein Common, steht hier unten alles drauf. Und hier ist dann nochmal
Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Sieht nach einem Werwolf oder sowas aus. Weiß ich nicht genau. Okay, dafür sind da jetzt nur drei Autogramme drin, beziehungsweise einmal ein, okay, keine Ahnung, was das ist. Das scheint ein Comic zu sein. Aber da ist da eigentlich ein Autogramm zu wenig drin. Also, die Scream-Dinger wären jetzt zwei Stück. So. Zwei Autogramme. Die habe ich jetzt auch hier. Also, das ist Michael Myers auf jeden Fall. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wer das ist. Und das weiß ich nicht genau. Ah, okay. Sie haben es wieder so gemacht wie vorher auch. Jetzt weiß ich. Okay, alles klar. Ich nehme alles zurück. Keine Ahnung, wer das ist. Müsste ich mal nachschauen. Und hier auf der. Ja, schon ist weg. Das ist cool. Auf der Rückseite von Scream. Also, es sind insgesamt drei Autogramme. Zwei Masken, die signiert sind. Ein Comic. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Highlights. Schade, dass es ein Pop ist. Also den Pop habe ich selbst noch nicht. Aber ich glaube, es könnte auch ein anderer Darsteller sein. Ich habe schon ein paar Michael Myers Autogramme. Ich meine, der Pop ist natürlich schon, also das sieht schon sehr geil aus. Kann man nichts sagen. Ich mache mal die Folie auf, damit es ein bisschen besser sieht. Die Protektoren, die sind immer noch so mit so einer Schutzfolie verpackt, damit die halt nicht verkratzen wollen. Aber ich mache die halt gern ab, weil das ist ja, also das wird ja ausgestellt dann, ne? So. Sieht man das Autogramm ein bisschen besser. Das ist sogar so ein blutiger Protektor, das ist eigentlich ganz geil. Und das Autogramm ist dann immer auf dem Funko Pop selbst drauf. Hier wie bei den anderen auch. Die Nummer von JSA. So ein Zertifizierungsservice, also beziehungsweise die Firma. Also der ist schon mal sehr geil. Und zum Glück ist es horrorbasiert, weil es stand halt nicht mit dabei. Es hätte jetzt auch einfach irgendwas anderes sein können. Und dann haben wir noch Regan von der Exorzist. Ist da auch noch die Folie? Ja. Da ist auch noch die Folie drauf. Die machen wir auch mal ab. Auch wieder ein blutiger Protektor. Und da muss ich sagen, sehr schöne Unterschrift. Weil, also hier ist der blutige Protektor, ne? Also hier. So, aber ursprünglich sind auf dem Pop schon so grüne Spritzer drauf. Und die Augen sind auch grün und die Unterschrift ist auch grün. Also es sieht schon sehr geil. Das könnte Lucy, Lule, keine Ahnung. Muss ich mal nachschauen. Aber also mit den Pops bin ich super zufrieden, auf jeden Fall. Also ich habe Michael Myers und Regan aus der Exorzist, beide mit Autogramm. Michael Myers muss ich mal schauen, ob ich den Darsteller schon habe. Das sind ja immer unterschiedliche. Warum ich jetzt zwei Scream-Masken habe, das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht war, ich glaube nämlich bei diesem Funko Pops war noch ein Autogramm, also ein Item, was auch mit Autogramm sein sollte, mit dabei. Und dann kann es sein, dass die Scream-Maske bei der einen Box mit dabei war und bei der anderen Box. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich die Scream-Maske nicht bestellt. Naja, gut, aber da schaue ich jetzt mal nach, wer was ist, was das ungefähr kostet. Und ja, ich melde mich dann gleich nochmal. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe fast alles gefunden. Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Es scheint wohl wirklich so gewesen zu sein, die eine Box, für die ich über 200 Euro bezahlt habe, waren zwei Signed Funko Pops und ein entweder 11x14 Autogramm oder Maske. Das heißt, die haben dann quasi die Maske mit reingepackt. Ich hatte auch recht, die Masken sind von zwei unterschiedlichen Schauspielern. Ich würde sagen, ich zeige euch aber die Funko Pops jetzt nochmal dicht. Ich habe die jetzt mal aus der Verpackung genommen. Und zwar Regan, ich schon gesagt habe. Also hier ist es mit dem Grün da an der Seite. Und das sieht halt richtig cool aus mit der grünen Schrift. Ja, finde ich sehr, 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 sehr schön. Kommt auf jeden Fall in die Sammlung. Das ist die Schauspielerin, vermute ich mal. Ja, Schauspielerin Linda Blair Ferg aus der Exorzist. Und der Funko Pop kostet 95 Euro, also mit dem Autogramm. Dann haben wir
schwer zu erkennen, Michael Myers. Sage ich auch nochmal, also das ist die Schwarzlicht-Variante von dem Pop. Den Pop so selbst habe ich nicht. Das Autogramm, ich muss mal schauen, ob ich den Darsteller habe oder nicht. Ja, also das ist Danielle Harris. Und der kostet auch 95 Euro. So, dann war ich ein bisschen entsetzt, weil ich dachte so, okay, ich habe 200, über 200 Euro bezahlt, beziehungsweise war für 200 Dollar, glaube ich, ausgeschrieben. Warum sind die Funko Pops so günstig? Ich dachte, die sind wesentlich teurer. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, da ist ja die Maske mit dabei. So, und ich gehe davon aus, dass dann die günstigere Maske da mit dabei war. Und zwar die hier. Die ist von Henry Winkler unterschrieben. Ich habe mal nachgeschaut. Der war unter anderem der Schuldirektor in Scream 1 vor 1996. Also auf der Maske haben nicht die Leute unterschrieben, die Maske getragen haben, sondern die in dem Film mitgespielt haben. Und das ist Henry Winkler. Und die Maske kostet 104 Euro. Also, ja. Das heißt, wir haben allein für die Box dann 2x95 plus 104. Also da schon auf jeden Fall Gewinn gemacht. Dann hatte ich ja die andere Box für 117. Da hatten wir ja nochmal die andere Maske drin. Die ist von... Ich muss kurz gucken. Neve Campbell unterschrieben, ist eine Frau, die in fast allen Scream-Teilen mitgespielt hat. Auch die Hauptrolle, also das Mädel da, was da verfolgt wird. Genau, und dementsprechend ist das ein bisschen teurer. Also diese Maske hier, also ist genau die gleiche Maske, nur ein anderes Autogramm. 170 Euro. So. Und da waren ja jetzt noch zwei Autogramme mit dabei. Ich weiß halt jetzt nicht genau, welche von den drei Autogrammen waren da mit dazu? Ich gehe aber davon aus, dass das einzelne bei der Horrorbox dabei war und die anderen zwei bei der anderen mit dabei waren. So, dann haben wir einmal sie hier, das ist Lynn McRae. Das Foto habe ich jetzt nicht gefunden. Die anderen Autogramme von ihr kosten aber 56,95. Also das, die Größe hier ist 8x10. Jetzt so zum Vergleich. Das ist ein normales Comic-Heft. Also ist ungefähr so Comic-Heft plus so bisschen was dazu. Genau. So, also 56,95. Und dann, das hier finde ich halt sehr schön. Ich glaube, das werde ich mir auch aufhängen. Mal gucken. Also mit der goldenen Unterschrift. Das ist Mathieu Cordiere, wie auch immer. Das Autogramm so habe ich jetzt auch nicht gefunden, aber im ähnlichen Stil. Selbe Größe, 47,95. Und dann, was ich vermute, was zu der Horrorbox gehört, wo ich ja 28 Euro nur für bezahlt habe, das ist Scout Taylor Compton, 47,95 Euro, habe ich auch genau so gefunden. Und dann war da ja noch hier das Comic mit dabei, wobei das, glaube ich, einfach nur so eine Extra-Zugabe war. Werde ich dann mal schauen, ob das was Gescheites ist oder nicht. Und dann waren ja noch diese Sticker, zwei Stück, Pin. Und hier diese Metallplatte, aber wie gesagt, ich glaube, die werde ich so nicht finden. Wenn jemand weiß, aus was für einem Film das ist, gerne mal kommentieren. Do not cross und weiß ich nicht genau. Aber da habe ich auch nur 28 Euro für bezahlt. Ich habe jetzt mal alles zusammengerechnet und da komme ich bei 616,85 Euro raus. Jetzt ohne die Metallplatte und die Sticker. Also jetzt die Autogramme, die Funko Pops und die zwei Masken. Bezahlt habe ich 402 Euro plus 24 Euro. Diese Einfuhrsteuer-Scheißdreck da. Also sagen wir mal 430. Ich habe 616 Euro bekommen. Also ich bin ziemlich zufrieden. Vor allem bin ich halt happy über die da. Die ist halt mit dem grünen Autogramm wunderschön. Also und das Blöde ist halt, du kriegst diese Sachen in Deutschland nicht. Also importiere ich sie aus Amerika. Eine Scream-Maske, wie gesagt, eine werde ich auf jeden Fall behalten. Die wird an die Wand kommen zu meinen anderen Masken. Die andere muss ich mal schauen. Vielleicht verkaufe ich sie. Ist nur sehr, sehr schwierig, habe ich schon festgestellt, wenn man jetzt so Autogramme verkaufen will. Meistens will keiner den Wert von dem eigentlichen Autogramm bezahlen, was immer so ein bisschen schade ist. Aber ja, gut. Kann man dann eben nicht ändern, ist eben so, ne? Also entweder man behält sie, die meisten sind halt für meine Sammlung. Wie gesagt, das finde ich halt auch ultra nice. Ich habe ja unter anderem auch Orlando Bloom Autogramm aus so einer Box mal bekommen. Also, ja, also ich werde auf jeden Fall das beibehalten und wenn jetzt Black Friday oder Labor Day oder die haben öfters mal Angebote, ich verlinke euch den Shop auch unten in der Beschreibung.
Ihr könnt da gerne mal schauen. Wie gesagt, Versandkosten sind dann immer ein bisschen abschreckend, aber es rentiert sich, weil sonst kriegt ihr nirgendwo Pops, die unterschrieben sind und auch noch zertifiziert. Das ist ja alles zertifiziert, ne? Das kostet ja auch nochmal extra. Also das darf man halt nicht unterschätzen. Und ja, also ich bin happy. Es war jetzt schade, dass ich jetzt zwei Screen-Masken habe. Aber ja, wie sagt man mal so schön, besser haben als brauchen. Und ja, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.